Ja, herzlich willkommen. Diagnose Handynacken. Die Elisa macht's mal deutlich vor. Ja, wie oft sind wir am Tag am Handy und schauen nach vorn gebeugt auf unser Handy oder auch auf unseren Computer, auf unser Tablet? Was passiert? Wir haben hier einen sehr runden Rücken, wir haben den Kopf nach vorn, der Kopf wird bis zu 5-mal so schwer, wie er sonst schon ist, und wir haben Verspannung im Schulter- und Nackenbereich. Das führt zu Schmerzen, das führt zu Problemen, und was man dagegen tun kann, das wollen wir heute mal vorstellen. Ja, die Elisa präsentiert jetzt eine Übung für die Nackenmuskulatur, damit unser Kopf möglichst gerade steht. Wichtig ist, dass sie sich erstmal groß macht, als würde sie hinten mit einem Faden den Kopf nach oben ziehen. Und dann schiebt sie den Kopf zurück und leicht vor. Und damit mobilisieren wir wunderbar unsere kleinen Muskeln und die Gelenke im Bereich der Halswirbelsäule. So, das Ganze sollte man so circa 10-mal wiederholen. Und das täglich, vielleicht 3-mal am Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Eine einfache Übung für den Schulter- und Nackenbereich präsentiert jetzt Elisa. Strecken mal die Arme. So, und dann gehen wir in die Beugung und dann in die Innenrotation und Außenrotation. Wieder strecken. Genau. Und das Ganze wiederholen. Ja, wunderbar. Gerader Rücken, Aufrichtung der Brustwirbelsäule, Mobilisierung der Schultern. Und wenn wir das auch so circa 10-mal machen, auch mehrmals am Tag, dann geht es unserem oberen Bereich der Wirbelsäule wunderbar. Auch im Sitzen kann man was für seine Gesundheit tun. Die Elisa präsentiert uns jetzt eine Übung für die Brustwirbelsäule zur Mobilisierung in der Rotation. Einmal einrollen, genau, und wieder aufrollen. Wunderbar. Einrollen, aufrollen. Wir haben die gesamte Brustwirbelsäule jetzt mobilisiert. Wir machen das natürlich auf beiden Seiten. Auch wieder hier 10-mal auf jeder Seite. Das kann man bei der Arbeit machen, aber auch wenn man zu Hause sitzt. Es gibt gar keine Einschränkungen und hinterher ist man sehr beweglich und alles steht wieder so, wie es sein soll. Für diese Übung brauchen wir nur eine Wand, gar kein Problem. Elisa stützt mal hier an der Wand ab. Wir machen jetzt eine Übung zur Stabilisierung der Schulterblätter und des gesamten Rückens. Und zwar aus diesem Stütz heraus im Wechsel rechts und links einen Arm abheben. Wunderbar. Ja, hier bleibt alles ruhig und stabil. Die Schulterblätter ziehen nach innen unten, also in diese Richtung. Und in der Lendenwirbelsäule haben wir ganz viel Spannung. Da empfehle ich 6 Wiederholungen auf jeder Seite. Das reicht. Auch das vielleicht 3-mal täglich wiederholen. Und schon haben wir ganz viel für unseren Rücken getan. Das ist ein Relaxer, ein Vollgummiball, mit dem können wir uns selbst massieren. Ich zeige es mal bei Elisa, wo wir den Ball positionieren. Und zwar zwischen der Wirbelsäule und dem Schulterblatt haben wir ganz viele sogenannte Triggerpunkte, das sind schmerzhafte Punkte. Wir brauchen nur eine Wand. Dreh dich mal bitte um an die Wand und dann geht die Elisa jetzt leicht hoch runter oder zur Seite und kann diese Triggerpunkte entspannen und so die Schmerzen auch wunderbar lösen.